Ein Grabstein. Chris P. Wiedersehen in der Hölle. Eine Wand aus aufgespießten Kürbissen. Diese Dinger zerfetzen mir die Füße, wenn ich sie benutze. Aus einem Loch im Rohr kommt Dampf. Ein Grabstein, auf dem hier steht Chris S. Ein Bier zu viel. Ein Grabstein. Jonas Brüner steht drauf. Er hat den Tod verdient. Hier steht Jetta Driscoll. Was will dieses kopflose Ding von mir? Was will dieses kopflose Ding von mir? Eine Wand aus aufgespießten Kürbissen. Eine Wand aus auf... Eine Wand aus auf... Ein Arzt Sarah... Wo bin ich denn jetzt? Ich muss mir meine wirkliche Identität bewahren. Ich bin Max. Was will dieses kopflose Ding von mir? Diese Dinger zerfetzen mir die Füße, wenn ich sie benutze. Eine Wand aus ein Grimwald-Comic-Heft. Eine Wand aus eine Wand aus Was will dieses kopflose Ding von mir? Das muss eine Art Kräftemesser sein. Einfach zuschlagen und die Glocke läuten lassen. Das hat noch nicht gelangt. Das hat noch nicht gelangt. Eine Aztekenstatue. Jetzt habe ich's. Warum leuchten die Zähne in verschiedenen Farben? Nein? Die Clownsnase ist rausgekommen. An der Stelle ist jetzt ein kleines Loch. Sarahs Puppe. Hinter der abgebrochenen Nase ist ein kleines Loch. Der linke Flügel der Engelsstatue. Der Link. Warum? Das wird auf keinen Fall passieren. Komm schon, komm schon. Das Löwen. Das wird auf keinen Fall passieren.
Der linke Flügel der Engelsstatue. Eine Wand aus aufgespießten Kürbissen. Diese Dinger zerfetzen mir die Füße, wenn ich sie benutze. Diese Kürbisse sehen aus, als ob sie leuchten. Warum nur? Das müssen irgendwelche Illusionen gewesen sein. So wie alles andere auch. Was ist denn das? Sieht aus wie ein riesiges Auge. Ein menschlicher Schädel. Eine steinerne Gruft. Die kam aus dem Boden. Deckel aus Zement. Sieht schwer aus. Das kann ich nicht tun. Der Kopf der Engelsstatue. Jeddas Körper. Ohne Kopf. Kein Wunder, dass er so unruhig war. Der Kopf der Engelsstatue. Ein leerer Sockel, da fehlt doch was. Ein bemaltes Glasfenster. Der Kopf der Engel. Der linke Flügel der Engel. Taugt nichts. Der Kopf. Ach, das ist nicht okay. Dumm, so dumm. Ein bemaltes Glasfenster. Kräftige Gitter. Diese Bodenplatten sehen beweglich aus. Das kann ich nicht tun. Sarahs Puppe, ein Aztekenschein. Das kann ich nicht tun. Gepfählte Aztekenkrieger. Und sie schreien. Da geht Energie durch den Boden. Sieht gefährlich aus. Ein Steinkopf. Scheint auf die Statue Energie zu übertragen. Der Link einer Z- Der Link einer Z-
Ein Monolith aus Kristall. Da ist etwas drin. Geister, die über den toten Kriegern schweben. Ihr Geschrei kann Trommelfälle zerreißen. Engelsstatue war in dem Kristall eingeschlossen. Der rechte Flügel der Engelsstatue. Geister, die über den toten Kriegern schweben. Komische Hütte. Sieht aus wie die Bauwerke, aus denen der Insektenstaat bestand. Ugh, große Maden. Eine Aztekenstatue. Ein Grimwald. Große Maden. Ich muss das Kabel zerschneiden, um das Stück der Statue runterzukriegen. Eine Wabe. Sieht aus, als ob was drin ist. Insektenunterkiefer. Ein Gitter am Boden. Unten drunter ist ein Tunnel. Ein Gitter am Boden. Ein Gitter am Boden. Unten drunter ist ein Tunnel. Der Kopf der Engelsstatue. Der rechte Flügel der Engels. Ein Gitter am Boden. Ich muss das Kabel zerschneiden. Ein Insektenunterkiefer. Wie komme ich da nur hin? Schallunterbrecher. Habe ich doch schon mal gesehen vorher. Komisches Gerät. Es hat 4 Kontrollregler. Funktioniert nicht. Scheint, als ob ich alle 4 Schalter gleichzeitig bewegen muss, um die Maschine. Der Unterbrecher funktioniert. Jetzt kann ich ans Gitter. Ein Gitter am Boden. Unten drunter ist ein Tunnel. Diese Dinger zerfetzen mir die Füße, wenn ich sie benutze. Der linke Kopf der Engelsstatue. Ich muss das Kabel zerschneiden, um das Stück der Statue runterzukriegen.
Körper oder Engelsstatue? Der Link. Besser, aber noch nicht ganz komplett. Besser, aber noch nicht ganz komplett. Der Link. Besser, aber noch nicht ganz komplett. Der Kopf. Die Statue ist wieder zusammengesetzt und ein Portal hat sich geöffnet. Die echte Welt muss ganz nah sein. Ich kann's fühlen. Ich muss mich beeilen. Schätze, es ist wahr. Du kannst nicht mehr heimgehen. Ein Portal zu einem anderen Ort. Hoffe auf der... Ein Portal zu einem anderen Ort. Hoffe auf der anderen Seite ist die echte Welt. Sie haben es weit gebracht, Max. Aber ich fürchte, Sie sind nun am Ende. Diese hier brauchen Sie sowieso nicht mehr. Sie ließen die Kinder dieser Welt im Stich, so wie Ihre Schwester, als sie sie am meisten brauchte. Sie haben nicht genug Mut, sie zu retten. Und auch nicht die Kraft dazu. Sie haben alle enttäuscht. Es ist so, wie ich es immer sagte, Max. Sie stehen sich immer selbst im Wege. Ich muss einfach hier durchkommen. Dahinter liegt die echte Welt. Aber dieses Ding lässt mich nicht vorbei. Was soll ich nur machen? Suche die Wahrheit. Das Ende kommt bald.